Hier haben wir einen Adapter, mit dem man Nikon F-Objektive, also Objektive mit dem Nikon F-Bajonett, an eine Samsung NX anschließen kann. Der sieht so aus, ist aus eloxiertem Aluminium und verchromtem Messing gearbeitet, sehr solide natürlich alles. Und jetzt werde ich hier einfach mal ein Nikon-Objektiv an den Adapter anbringen. Das ist hier ein ganz normales 1850D bzw. 1,850 mm. Und da muss man eigentlich nur beachten, hier die rote Markierung am Adapter mit der, wenn ich mich recht erinnere, weißen Markierung bei Nikon. Das einfach hier gegenüber ansetzen und dann eine leichte Drehung nach links, ist ja Nikon. Und wie man gehört hat, das rastet dann auch einfach ein. Zum Lösen ist hier so ein kleiner Pin, muss man den besser sehen. Den drückt man einfach dann in Richtung Kamera, wenn man das lösen möchte. Gedrückt halten und dann kann man das einfach wieder abdrehen, rechts rum. Ich vergesse das immer. Bei Nikon ist es alles ein bisschen anders. Also, wie gesagt, ansetzen. Zum Abnehmen einfach den Pin drücken und das Ganze wieder gegendrehen und fertig. Leider habe ich jetzt hier keine Samsung NX rumliegen. Die haben wir auch noch nicht. Bestellt ist es schon, aber wir haben es noch nicht. Trotz alledem, das funktioniert natürlich. Hier wird dann einfach der Adapter mit der Markierung, die hier der rote Punkt darstellt, gegenüber der Kamera dann angesetzt und einfach eingedreht. Ja, das ist also der Adapter für die Samsung, damit man auch Nikon F-Objektive benutzen kann. Natürlich kann man hier auch an dem Objektiv selber dann auch die Blende einstellen. Das ist also alles kein Problem. Das geht alles. Und ja, so sieht er aus. Viel Spaß.